Besten hat mir gefallen, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass es eine Menge Leute im Kreis Nordfriesland gibt, die was verändern wollen und sich darauf einstellen wollen, dass sich die Dinge verändern werden und dass man daran mitwirken kann. Auf keinen Fall dürfen Senioren ausgegrenzt werden. Wir müssen innerstädtisch und innerdörflich die Gebiete so überplanen, dass alle Generationen zeitgemäß dort wohnen und leben können. Die gesamte Gesellschaft ist aufgefordert, mehr soziale Verantwortung zu entwickeln. Und so geht es auch uns als Profis. Das heißt für mich, nicht nur Bürger zu informieren, sondern auch aktiv als Mitgestalter, Mitakteure an Prozessen zu beteiligen. Dass insbesondere die Themen der Daseinsvorsorge, die uns alle betreffen, unmittelbar vor massivem Anpassungsdruck besteht, wie es noch zu wenig in der Bevölkerung verankert. Also uns hat besonders gut der integrative Ansatz gefallen. Für uns war ganz wichtig die betriebliche Gesundheitsförderung. Ich finde es wichtig, dass zukünftig jede Gemeinde sich diesem Thema stellt. Wir haben nur die Grundarbeit gemacht, haben gesagt, da und daran müssen wir arbeiten. Jetzt sind die Gemeinden dran, die Politik ist dran, die Bevölkerung ist dran. Es ist uns mit diesem Projekt gelungen, den demografischen Wandel zu einem Thema der gesamten Kreisentwicklung zu machen. Also ich werde das von der politischen Sicht begleiten, um dann auch dementsprechend meine Hand zu heben, wenn das anbricht. Dass der Kreis sich so couragiert, engagiert und damit auch viele Menschen aus dem Kreisgebiet mitzieht. Dass ich als Einzelperson in der Gemeinde etwas bewegen kann, ohne irgendwo in der Gemeindevertretung oder einen Posten zu haben. Wir werden im Ministerium prüfen, wo wir unterstützen können. Erstmal einen Glückwunsch aussprechen an die Region. Stellt hier heute den Masterplan vor. Eine ganz starke Bürgerbewegung. Bürgerinnen und Bürger haben sich bewegt, haben für den Kreis gedacht. Müssen wir trotzdem gucken, wie wir die Funktionsfähigkeit der kommunalen Daseinsvorsorge aufrechterhalten können. Ganz, ganz wichtig, dass man die Bürger mitnimmt und dass man sie fragt, was möchtet ihr? Nicht wir beurteilen, was ein Erfolg ist, sondern die Menschen, die uns die Anträge schicken, beurteilen, was ein Erfolg ist. Auf den Kreis Nordfriesland kommen hier erhebliche Belastungen zu. Die derzeitigen Standorte der Rettungswachen sind gut gewählt. Das haben wir sehr, sehr ausführlich exerziert an verschiedenen Szenarien. Das ist eine Aufbruchstimmung, die jetzt zu spüren ist, und jetzt werden alle gefordert sein, die Empfehlungen umzusetzen.